Einen wunderschönen Willkommen zurück zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Wir waren in der... Wir waren in der letzten Folge auf einer Hexermission und haben den verschwundenen Bruder gefunden. Zumindest das, was übrig geblieben ist. Und wir wollen in dieser Folge eine weitere Hexermission machen. Und zwar sollen wir mit dem Söldner Hans über einen Auftrag sprechen. Wir gehen also hier in die Nähe und reisen mal schnell. Da sind wir schon. Und zwar wollen wir nämlich die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt heute angehen. Mal gucken, ob wir das alles schaffen in dieser Folge. Ich bin gespannt. Wow. Ui. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Haltet die Schnauze und kämpft! Oh. Na komm! Na komm Aua. Schon! Nicht gut! Was? Oh, jetzt bist du dran! Mach was so! Yeah! Gut, kleines Intermezzo. Nee. Fistech wollen wir nicht. Seide nehmen wir. Der hat nichts. Okay, gut. Weiter geht's. Hier ist ein Blümchen. Nehmen wir mit. Ah, hier können wir gleich noch ein bisschen schärfen. Hier waren wir auch schon mal. Ha! Radovid hat es eine Woche zu spät bezahlt. Na dann, Hans von Cidaris. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Cidaris, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Oh. Über welche Art von Monster reden wir? Es war so, Radovid hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Ach der! Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Aha. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Oder die sind Auch weg. Haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Aha. Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Ja. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Hier haben wir doch... Ja doch, hast du schon erzählt. Wir haben doch hier aus dem Gefängnis den einen Mitläufer, was war das? Wo wir ins Haus der Bodiers eingebrochen sind. Genau, daher kommt das. Das ist hier das Lager. Super. So kommt alles wieder zusammen. Ja, ein bisschen einsammeln. Da vorne ist irgendwas. Ein Teddybär. Okay. Au. Wieso brennst du? Ich weiß nicht. Der Meister Petz brannte. Okay. Na, die Beschreibung war gut. Wölfe? Menschlich.
Ja, alles menschlich. Na, nun komm. Na. Klauenspuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Augenscheinlich keine weiteren Toten. Hm. Wölfe? Halt! Der Arm. Hm, Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen. Hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Okay. Stück für Stück der Spur folgen. Na super. Tue ich die Wölfe durch. Oder? Na, Wölfe? Boah, wie hat sich das Vieh denn überhaupt bewegt hier, ey? Oh, hier. Hier endet die Spur. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Da. Definitiv da, wo die Vögel sind. Die freuen sich alle tierisch. Habt ihr die Feder gesehen? Schaft, wenig Nebenfedern. Interessant. Ein Erzgreif. Ein Erzgreif? Opinicus? Moment mal. Was ist das? Oh, ich ahne schon was, aber wichtiger ist das hier. Bombe, Hybridenöl und Art, okay. Die unterschiedlichsten Kämpfer, Söldner, erfahrene Ritter, ehrgeizige Männer des Gesetzes versuchen den Hexern bisweilen Konkurrenz zu machen, wenn es um das Töten von Monstern geht. Dies endet jedoch für gewöhnlich in einem Massaker, was das Problem nur noch schlimmer macht. Das Monster übersteht den Kampf unverletzt, ist wütend und auf Rache aus. Dies war in den Bergen bei Ochsenfurt geschehen, wo ein mächtiger Erzgreif sein Nest gebaut hatte. Wieder einmal war es am Hexer, hinter den Leinen herzuräumen. Er wusste, dass einer feuerliebenden Kreatur wie dem Erzgreifen weder mit Igni noch mit Bomben beizukommen war. Auch musste er sich vor der Säure des Monsters hüten, die sich durch die stärksten Rüstungen fraß und so den rasiermesserscharfen Klauen den Weg machte. Frei, natürlich. Okay, also Feuer ist nicht, es ist definitiv Art und Hybridenöl. Wir speichern kurz ab, falls irgendwas passiert. So, Art auf alle Fälle. Na komm. Jetzt. So. Hier ist das Nest. Aber es noch nicht. Und das Nest? Leer. Abgesehen von Nahrungsresten. Auftrag des Söldners. Werter Meister Hans von Zidaris, ich habe beschlossen, deine Bedingung zu akzeptieren und den Lohn für das Erschlagen der Bestie im Voraus zu entrichten. Die Höhe des Lohns jedoch, 6 Börsen voller Kronen, scheint mir unangemessen. Die 3 Börsen, die ich mit diesem Schreiben übersende, sollten mehr als genug für dich und deine Mannschaft sein. Beachte, dass ich eine schnelle, endgültige Lösung des Monsterproblems erwarte. Wenn du das nicht fertig bringst, musst du bei Androhung von Auspeitschen und Kerker jeden Kopper der Vorabzahlung zurückzahlen und die Gegend unverzüglich verlassen.
Im Namen des Stadtrats von Ochsenfurt, Klaus van Tronke. Sieh an, die haben den Auftrag vor mir angenommen. Sich im Voraus bezahlen lassen. Mehr, als sie mir zahlen. Tja. Kehre nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Das kriegen wir geklärt. Meditieren. Bis um. Was ist denn Dunkelheit? So, wa? Probieren wir es mal. Da ist er. Wow. Oh. What the fuck? Warum sehe ich nichts? Kleinen Moment mal kurz. Ich habe hier... Was habe ich denn hier angelegt? Schwalbe. Habe ich die Schwalbe nicht genommen oder was? Ah, ich habe Starkbier. Was soll das denn? Na super. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Komm, komm, mit deiner Ausdauer. Oh! Warum habe ich aus... Ach komm, hör auf. Hat er mich getroffen oder was? Ich trinke die ganze Zeit Alkohol. Ah. Au, 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 au. Ich sollte mich beim nächsten Mal besser vorbereiten. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hä? War ich vergiftet? Ja, wir haben ja gespeichert. Und dann machen wir es jetzt nochmal richtig. Muss auch mal sein. Oh, ist so warm. Ist so unerträglich warm. Vor allem so oft möchte ich die Ladebildschirme nicht sehen, weil die sind wirklich so langsam. Sieh an, die haben den Auftrag vor mir angenommen. Sich im Voraus bezahlen lassen. Mehr als. Mehr als. So, wir gucken mal. Wir brauchen. Was waren das gewesen? Das Zeug haben wir wahrscheinlich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Inventar. Wir brauchen Futter. Und davon haben wir echt nur noch Alkohole. Das kann doch echt nicht sein. Wir haben echt nur noch Alkohol. Eine Wasserflasche. Was haben wir hier? Hm.
Wir haben hier immer... Da das Alkohol ist, ach scheiße. Das ist natürlich Mist. Mist. Was machen wir denn da? Eine Bombe können wir auch nicht bauen. Es sei denn... Doch, wir hätten Bomben. Mal gucken. Welche Bombe war das? Das muss ich nochmal gucken. Das waren Hybriden, ne? Genau. Und zwar eine Kartätsche. Die haben wir schon aktiv. Okay. Dann müssen wir mal... So. Na denn, wir gehen nochmal runter und dann probieren wir es gleich nochmal. Und... Da ist er. Huch. Ja, komm. Oh. Okay, das geht noch. Wie wirft man denn die Sachen hier? Wie waren das? Ah, okay. Au, 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 au. So, jetzt kommt schon das Alkohol wieder dazu. Au! Ist ja gut. So, können wir jetzt irgendwas anderes ausrüsten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, das hätten wir vorher machen müssen. Ach, ich Idiot. Gift wird er können. Ja, können wir nicht. Ich sehe nichts. Jawoll! Wow! Durchdrungene Scherbe. Aha. Zirael-Rüstung. Na, da bin ich ja gespannt. Und ab mit dem Kopf. So, dann gucken wir mal, was die Zirael-Rüstung ist. Aha, schlechter. Aber kann man sich die angucken, ausrüsten, will ich... Ah, Vorschau X.
Ja, bisschen zu blau. So. Okay, die sehen gleich aus. Gut zu wissen. Gut, wir brauchen unbedingt was zu futtern. Achso, was haben wir denn jetzt hier für ein Dings bekommen? Nee, da nicht. Hier war das, ne? Chance auf Verstümmeln. Das ist okay, können wir auch lassen. So, die Wirkung ist auch weg. Und wir können schnell rübersprinten. Und unsere Belohnung einsacken. Was meint ihr? Wollen wir, doch, wir fordern von denen mal richtig Kohle, oder? Die haben so viel Kohle gekriegt aus Ochsenfurt. Und wir haben für sie letztendlich die Schweinerei weggeräumt. Die holen wir uns jetzt hier definitiv. So. Oh, es ist herrlich. Und da sind wir. So, mein Freund. Und? Schon Fortschritte? Ja. Das Monster ist tot. Ich habe es erschlagen. Es war ein Greif. Ein Erzgreif, um genau zu sein. In dem Fall bin ich dankbar. Erzdankbar. Deine Belohnung. Nicht so schnell. Ich lass mich nicht übers Ohr hauen. Warte mal. Erkennst du das? Ihr habt einen Auftrag angenommen. Belohnung im Voraus zahlbar, und zwar mehr, als ihr mir gezahlt habt. Was soll ich tun? Geschäft ist Geschäft. Und Mittelsmänner müssen ja auch was kriegen. Du musst eins aufs Maul kriegen. Gold. Jetzt. Noch ein Rat, ehe du gehst. Versuch nie mehr, einen Hexer zu betrügen. Nie wieder. Yeah. Super. Dann können wir gleich nochmal hier um die Ecke gehen. Achso, vorher machen wir... Setzen wir uns mal kurz hin und füllen unsere Sachen auf. Genau. Und sauber. Das haben wir. Das haben wir. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin gespannt, was dann kommen wird. Bis dahin, euer Firefox. Ciao.